Die Intimfrisur. Feucht und spritzig. Seine Zunge auch. Kinderplanung. Familie haben, das ist mir sehr wichtig. Warum ist dir das so wichtig? Ich bin Gino. Lutschi, lutschi, blasi, blasi. Ja gut, 6 Uhr, wenn ich schaffe, bis 9:30 heute endlich mal rauszugehen und ein bisschen spazieren zu gehen, dann bin ich glücklich. Servus Leute und herzlich willkommen zu Folge Nummer 5 von Prince Charming. Wie schon im Titel erwähnt, heute wird es sehr heiß, es wird sehr tief drin geforscht bei den Körpern und die Jungs werden sich natürlich wieder mal küssen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Szene. Spaß machen schon und los geht's. Die Männer gönnen sich nach der Gentleman Night ein Fläschchen. Und zwar ein Babyfläschchen mit Schuss. Seid ihr bereit? Nein! Ist nicht dein Ernst. Doch, das war voll seine Absicht, er ist genau zu ihm gedreht. Ich nehm Shot. Nein, das sind 4cl. Genauso wie dein Schwanz. 4cl. Naja, 4cl, also 40 Milliliter, sind doch schon viel für einen Mund. Es ging um eine Penisgröße. Genau, denn die Größe eines zylindrischen Fleischobjekts gibt man in Zentilitern an. Ihr lebt es nicht vor, ihr seid alles shady Bitches hier. Ach ja, es wird hin und her beleidigt. Beruhigen wir uns, morgen wird sicher alles besser sein. Ruhig schlafen. Nein. Das war dann für mich so, dass ich hab mir die ganze Nacht Kondanken gemacht. Naja, nachdem er sich die ganze Nacht Kondanken gemacht hat. Dann genießen wir doch jetzt einfach den Tag. Perfekt. Bitte, es gibt eine Nachricht. Eine Nachricht von Prinz Alex. Woop woop. So, seid ihr bereit? Nein. Ich würde euch gerne auf ein weiteres Gruppendate einladen. Ein Date bedeutet, es wird feucht und spritzig. Mit Gino, Michael, Jan, Andrea, Jakob. Und Andrea, er ist happy, sehr, sehr happy. Und sie natürlich wieder eine kleine Show abzieht. Yeah! Yeah! Woop woop. Date, 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 yes. Weil die wirklich so Attention-Whores sind. Die Jungs beleidigen sich sehr gerne mit englischen abgewandelten Synonymen für Prostituierte. Vielleicht werden sie große Augen machen, wenn sie die Outfits sehen. Ich find's nicht geil, deswegen werde ich meine Augen ganz klein machen. Freue mich auf den Anblick von den Boys in den goldenen Tangas. Normale Unterhosen reichen mir bei meiner Partnerin komplett aus. Nee, da musst du dich nicht verstecken. In der Tat. Sitzt, Jakob? Ja, sitzt perfekt. Ach, das ist ja mega unangenehm, wenn du so eine Schnur im Arsch hast. Na, wenn wir uns gegenseitig abspritzen. 3, 2, 1. Werbung! RTL, immer, jederzeit Werbung! Nein, bei mir geht's weiter. Wow! Oh mein Gott. 5 Jungs auf einmal haben mich jetzt noch nicht bespritzt, muss ich sagen. Ach ja, bei Prince Charming gibt's auf jeden Fall genug Wortspiele im Bereich der Zweideutigkeit. Umdrehen! Umdrehen! Eieiei, die haben dem sicher einen Farbeinlauf verpasst. Mein ganzer Darm ist jetzt blau. Oh, na super. Was, wenn der jetzt Dünnschiss in der Villa hat? Sind ja die Wände neu gestrichen. Blau. Das war auf jeden Fall ein Statement dafür. Also die Jungs schauen auf dem Foto hier, finde ich, aus wie eine Packung Ostereier. Viele bunte, runde Dinger. Zurück zum Spiel. Die Reihenfolge bei uns. Erst spritzen, jetzt schrubben. Machen wir erst alle zusammen dicht sauber. Ja, dann hoffen wir mal, dass es biologisch abbaubare Farbe ist, sodass das Meer nicht verschmutzt wird. Wir haben alle 5 an Alex rum ein bisschen gerubbelt. Hat einer von euch schon eine Frau geschlafen oder nicht? Ausschließlich. Ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt wirklich drin war oder nicht. Oder ob das nur das ganze Vorspielzeugs war. Ja. Hattest du mal mit einer Frau Sex, Roman? Ja, oder? 2-mal. Krass, wie alt warst du da? Ja, krass, er hatte schon mal was mit der Frau, aber jetzt kommt was, das hat mich extrem verwirrt, als ich das gehört habe. Ich habe nicht gewusst, dass es so eine Einteilung gibt unter Schwulen. Platinum Gay. Ja, wenn du noch nie eine Pussy berührt hast. Genau. Okay. Und weil ich durch einen Kaiserschnitt geboren bin, heißt, ich bin nie in die Berührung von einer Vagina. Ach du Scheiße, was? Ach du Scheiße, was? Genau das war einfach meine Reaktion. So, es gibt Platinum Gay, Gold Gay und normales Gay, glaube ich. Silver Gay vielleicht. Es ist halt spannend, weil wir Schwulen uns gerne in Schubladen stecken wollen. Wenn man als Hetero einen Schwulen in der Schublade steckt, dann wird es direkt als negativ betrachtet. Meine Mama war die erste und letzte Mumu, die ich berührt habe. Period. Ja, period. Genau. Jetzt ein bisschen Yoga alle zusammen. Kannst du, können wir machen. Und nach einer kurzen Yoga-Einheit, oh, meine Haare sind wieder viel zu irgendwie. Unser Nacken ist lang. Nicht nur der. Aber du gehst noch nicht. Okay. Dich will ich noch hier behalten. Okay. Jesus darf noch beim Prinz bleiben. Wow. Für die anderen Männer geht es also wieder zurück in die Villa. Und schon beim Eingang gibt's ein großes Problem. Und niemand empfängt uns, was ist denn das für eine Scheiße? Boah, ja, niemand empfängt die, Alter. Es hätten alle am Zaun stehen müssen und dann sie empfangen müssen. Ja, so gehört sich das.
Ich hoffe mir, dass ich heute Jakob mal so richtig kennenlerne. Kennenlernen, das heißt, die gemeinsame Zukunft zu planen, ja. Und natürlich will ich irgendwann mal meine eigene Familie, also halt Kinder, Mann, Haus. Das ist auf jeden Fall möglich. Ich habe schon so auf seine Lippen geguckt die ganze Zeit und es gab schon so diese magnetische... Naja, so Magnet hier und Magnet da und dann die Anziehung ist da. Ist es schon die dritte oder vierte Person, die er jetzt in 5 Folgen geküsst hat? Ach, intensiv einfach. Aber sowas von intensiv und tief, das ist in anderen Formaten ja fast schon GV. Seine Zunge auch. Muss das einfach passieren. Ja. Aber ja, wer kennt's nicht? Der erste Kuss im TV, eine fette Zungenschlabberschlacht. Ja, genug des Geschlabbers, jetzt weg in the Villa. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie unter der Dusche dann landen, machen sich sauber gegenseitig, dann macht Jakob die Haare auf. Ja, wenn es nur die Dusche wäre, nein, es wird, wie ihr schon gesehen habt, wild herumgemacht. Ach, das ist alles schlimm. Maximal belastend. Ja, schon eine harte Sache in so einem Format, echt hart. Also ich bin mir 1000%ig sicher, dass da nichts läuft. Und ich bin mir zu 1000%ig sicher, dass du falsch liegst, denn dort läuft schon die Kinderplanung. Willst du unserem Kind Englisch beibringen? Yes, of course. Why not? Ja, würdest du? Ja, would you? Wir beide wollen unbedingt Kinder haben in der Zukunft, eine Familie haben. Das ist mir sehr wichtig. Warum ist dir das so wichtig? Ist dir das so wichtig? Ist dir das so wichtig? Ist ihm das so wichtig? Oh yeah. Die Familienplanung haben Jakob und ich schon abgeschlossen, noch nicht umgesetzt. Ja, sie haben noch 2 Wochen, da kann man auch noch ein Kind zeugen. Aber dass du sowas kommt. Ja, jetzt wird nicht nur rumgeknutscht, es wird auch rumgefummelt. Im Wasser konnte ich die Intimfrisur so ein bisschen ertasten. Was ist denn los? Willst du uns jetzt auch noch sagen, welche Form die Intimfrisur hatte, hm? Ich denke, das, was er bei mir gefühlt hat, hat ihm auch sehr gefallen. Anderes Thema bitte, jetzt. Ist es ein guter Küsser? Es? Und da kommt er auch schon. Seid ihr schon näher gekommen? Ja, wir haben uns geküsst. War sehr schön. Wow. Okay. Was für ein Wunder. Es war eh klar, dass sie sich küssen, oder? Natürlich gefällt es mir nicht, dass jemand wieder meinen Mann geküsst hat, ja. Seinen Mann. Aber angeblich haben alle Leute, bis auf einen, die auf dem Einzeldate waren, den Prinz schon geküsst. Lauritz hat heute realisiert, glaube ich, dass er der Einzige war, der keinen Kuss hatte bei seinem Einzeldate. Klärt mich doch wieder auf, falls ich falsch liege, aber ist das Ziel eines Einzeldates, den Typen zu küssen, oder was ist das Ziel davon? Bei der heutigen White Night. Ja, heute Big White Night. Ich bin super gespannt, was heute so abgehen wird. Von der Lip-Sync-Party in Folge 3 bin ich ja noch etwas geschockt, aber schauen wir mal, was heute in dieser Party da passiert. Ich habe mir auf jeden Fall für die White Night vorgenommen, ganz viel Spaß zu haben. Ich bin der einzige Blackie hier drin, weiß steht mir sicherlich gut. So dunkelgraue Anzüge, die sind mega fein, aber weiß... Ich will Charlotte zeigen, weil es ist halt ein Teil von mir. Ein Teil von ihm, also Charlotte ist sein weibliches Ich sozusagen. I'm not a girl. I'm just a boy. I'm just a boy. Für alle, die es nicht gecheckt haben, ich bin Gino. Wie spreche ich ihn, sie, es jetzt eigentlich an? Als ihn, sie oder als es? Wie macht man das eigentlich richtig? Ich fühle mich heute echt super heiß. Keine Ahnung, wie meine Taktik da ist, dass ich ihn da in deinen Sexkeller locken kann. So, ja, wenn sie schon einen Sexkeller haben, dann muss man den ja ausnutzen. Aber schauen wir mal, was der Prinz an dem Abend so macht. Hey. Ist es nicht ungesund, so zu stehen? Die Wirbelsäule, die Beine, das kann nicht gut sein, oder? Richtig geil. Das war on point. Also Charlotte, eine heiße Braut. Denk dran, eine Strumpfhose ist kein Verhütungsmittel. Ich meine, schwängern kann er sie ja eh nicht. Aber gut, Krankheiten, ja, die bleiben ein Problem. Und sag's einfach, ich muss dich jetzt kurz küssen. Und dann habe ich das halt gemacht. Ja, super, da hat er wieder mal 2 Leute in einer Folge geküsst. Achievement unlocked. Die 2? Oh, ihr seht süß aus. Oh, ihr seht süß aus. Aber Andrea, der packt sich gleich Alex und... Also kein Kuss, die gehen nur reden. Ich wollte dich eh entführen. Andrea, trägst du eigentlich Unterwäsche? Rosalinde, trägst du eigentlich Kontaktlinsen unter deiner Sonnenbrille? Weil ich habe keine Unterwäsche an. Nein. Dann kannst du gleich zum Bett gehen, oder? Schön. Ich wollte auch mal stören. Ihr seid könnt euch auch alle beide dazu setzen. Ja. Alle beide? Ja, dann sind sie zu viert. Macht gleich viermal so viel Spaß. Mhm. Jetzt kommst du mit, oder? Sexkeller ist tabu oder nicht tabu? Das ist nicht tabu. Na dann bin ich bange rein mit der Schlange. Ist wieder an der Arbeit. Ja, dann schauen wir mal, was bei seiner Arbeit im Esskeller denn passiert. Funboy ist jetzt nicht das, was ich suche. Ich auch nicht. Nicht? Mhm.
Beim ersten Date, da küsse ich noch nicht. Nicht? Ja doch, komm, ich leck dich gleich ab. Ja, der Sexkeller ist irgendwie... Ja, wenn so weitergeht, dann ist der Keller genau für das da, wofür auch der Name steht. Der Prinz ist gerade schwer beschäftigt. Weirde Situation incoming. Wir wollen nur sagen, dass wir vermissen dich oben. Ich komm gleich. Ach, natürlich meinten sie Prinz Alex und nicht Joachim, der sich angesprochen gefühlt hat. Das gönne ich den Joachim jetzt in dem Moment nicht. Ja, das haben wir gemerkt. Ich würde mich zurückziehen. Jetzt schon. Was ist ehrlich? Ist es vorbei? Ja, bei der Party ist halt nichts Besonderes passiert. Sie war extrem langweilig. Ich merke auch, dass sich da bei mir was rührt. Und deshalb wird mir die Entscheidung heute sehr schwer fallen. Ja, dann schauen wir mal direkt in die Rauswurfzeremonie hinein. Ich gebe heute meine Krawatte nicht her, egal was passiert. Also. Ja, ja, das sagen sie immer alle. David. Muss gehen und? Adrian. Muss ebenfalls nach Hause gehen. Roman. Ist die letzte Person, die heute gehen muss. Man könnte echt meinen, dass ihr alle unschuldig seid, wie ihr da steht, ganz in Weiß. Ja, ja, man könnte meinen, aber man weiß es halt, sie sind es nicht. War, ob du, Joachim, mit mir noch mitkommen möchtest auf einen Drink. Sicherlich. Sicherlich. Ist es auch ein Österreicher oder ein Bayer oder irgendwo in dem Bereich so? Kein Lutschi Lutschi, Blasi Blasi, kein Ficky Ficky, nicht auf die Knie gehen. Kein gar nichts. Ob es zu Bumsi Bumsi und Lutschi Lutschi kommt, das sehen wir in der nächsten Folge. Da jetzt mehr möglich wäre. Wenn ihr die Bad Action zwischen den zwei nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne hier jetzt meinen Kanal. Schaut hier sehr gerne auch in andere Videos rein, die ich kommentiere. Unten könnt ihr mir gerne einen Kommentar und einen Daumen da lassen, um das Video zu bewerten. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, einen schönen Tag und ciao, ciao. Okay, das Outro war extrem komisch heute. Boah.